Servus Leute, willkommen zurück zu Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir eine Talismanhändlerin gefunden, haben... Ja, es geht hier nicht. Viele neue Wege erforscht und sind jetzt hier vor diesem Kerlchen, dem wir zuhören wollen. Einfress, das klingt schon widerlich. Versuch nicht, dich vorbeizuschleichen. Ich kann dich riechen. Hast du viel Geo eingesammelt? Jetzt nicht mehr. Gib mir Geo, dann zeige ich dir etwas Nettes. 86. Nee. Du bist arm, hast nicht genug Geo. Geh jetzt, komm mit mir Geo zurück. Okay, 86 willst du, also ich brauche noch 30. Das sollte ich schnell zusammenbekommen, also relativ schnell. Ja, geil. Ich wollte da jetzt eigentlich gar nicht reinspringen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Zumindest mit meinen jetzigen Fähigkeiten nicht. Wasserfall. Das heißt, das schadet mir natürlich. Bin ich hier bloß gelandet? Ich hoffe, mein Kartografen-Mensch ist wieder hier irgendwo. Mensch. Oh nein, das ist also ein Gegner. Du springst, du Hund! Egal, ich habe ihn besiegt. Noch einen. Zu früh! Oh, ich habe ihn untergeschubst. Danke. Ihr Kleinen seid wahrscheinlich dafür da, damit ich meinen Fokus sammeln kann. Okay. Position könnte gut sein. Nein. Bist du doof? So, ihr Kleinen, haut von mir ab. Finde ich gerade so an Dark Souls erinnert mit diesen Pilzmännern. Überlegt, soll ich ihn killen oder soll ich Energie laden? Ich habe mich fürs Killen entschieden. Ich muss meinen Weg merken, damit ich nachher wieder zu den Typen zurück kann. Was ist das? Das folgt mir nicht, oder? Du schießt explodierende Pilzsporen? Ich habe dich damit gerade selber gekillt. Haha, was sagst du jetzt? Oh, das ist ein Geldpilz. So einen Pilz würde ich auch gerne im Wald finden. Will ich sogar freiwillig Pilze sammeln gehen. Natürlich, wenn ich es angreife, ist idiotisch. Warum mache ich das dann? Man hat gerade eben gesehen, dass der Effekt sich ändert, wenn ich nicht mehr einen Lebenspunkt habe. Deswegen wird das Bild ein bisschen anders. Nee. Hau ab! Auch immer ich hier gelandet bin. Ah, ich habe 102. Na, die sind wieder da, oder? Ne, die bleiben weg. Gut. Und dann gehe ich jetzt zurück. Oh nein, der ist wieder da. Verbieße dich. Der ist auch wieder da. Ihr widerlichen. Oh, ist falsch. Gut, dann gehe ich jetzt zurück zu dem Typen gerade eben. Wenn der mir was Schönes zeigen kann. So, jetzt hier nach oben. Oh, ich dachte, ich schaffe den Sprung nicht. Da, 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 da. Und da nach rechts. Gut. Hallo Freund. Ich habe was für dich. Du hast deine Meinung geändert, nicht wahr? Gib mir Geo, dann zeige ich dir was Nettes. Auf einmal kämpfe ich gegen ihn. Lass mich dir etwas zeigen. Sieh hier. Willst du sie? Wenn du sie wirklich, wirklich willst, dann tausche ich sie. Für mehr Geo. Mehr Geo. Fragiles Herz.
Fragile Gier, fragile Stärke. Das ist sehr wertvoll, ein wunderschöner Talisman. Ich habe ihn für dich gemacht. Ich weiß, das sagt das Vieh. Wenn du ihn willst, wirst du dich viel besser fühlen. Wenn du Angst davor hast zu sterben, brauchst du diesen Talisman. Und anschließend das Geo, das du findest zu mir. Er wird dich stärker machen, deine Feinde und alle anderen auch werden dich endlich fürchten. 600, das ist eine Menge Holz. Alles klar. Moment, wie viel braucht er? Braucht er 3 Slots? Ja, natürlich braucht er 3 Slots, was frage ich so ewig. Aber egal, dann habe ich ihn erstmal so, damit ich ihn besitze. Denn je mehr Talisman ich besitze, desto mehr Slots kann ich bekommen. So, rechts oder links? Ich gehe mal nach links, warum auch immer er jetzt so doof gesprungen ist. Ich hab's gewusst, ich hätte dashen sollen, aber nö. Egal. Ah ja, klar. Spuck deinen Scheiß wo. Ah, da geht. Das geht nicht. Spuck deinen Scheiß woanders hin. Zerklatsch mich nicht. Ich komm nicht weg. Ah gut, der eine ist weg. Oh 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 oh. Quelak-Suppe. Naja. Ich werde es dir schon zeigen. Du zermatscht mich hier nicht. Hör auf, dich aufzuregen. Matsch gefälligst woanders weiter. Ah, was ist das? Her damit. Talisman so. Ja! Die kann man auch finden? Wie geil. Gut, es geht noch weiter. Ich habe gerade einen Run. Okay. Lass mich raten, genau das Tor bin auf. Da rennt ein Stachelpilz herum. Du mit deiner scheiß Staubwolke da. Oh, Mini-Pilz. Dieser Fokus ist echt mächtig. Mini-Pilze, Mini-Pilze, Stachelpilze. Und noch so ein Stachelkopf rum. Oh, alle niedergemäht, wie geil. Ich hätte es mir aufheben sollen. Da konnte ich jetzt nicht mehr weg. Nicht nur einer. Gut, 4 Schläge, das heißt, ein so ein Seelenschuss ist so stark wie 3 Schläge. Da jetzt wieder nach oben. Oh, Money! Yeah! Meins, 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 meins. Ja. Ah, okay, hier ist der Durchgang. No, 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 ich hab dich gesehen. Hau ab. Ach du Scheiße. Hab ich das richtig gesehen? Ich dachte, da wäre ein Durchgang gewesen. Was ist das? Okay, da kommt von der anderen Seite hin. Du schießt 2, du Hund! Ich bin gefetzt worden gerade.
komme bestimmt wieder. Das ist ein Loch. Oder auch nicht, das ist ein Hintergrund. Nein, hab ich gesehen. Oder auch nicht. Erwartet. Ich wollte eigentlich jetzt meine Lebenskraft zusammenkratzen wieder. So ganz, ganz, ganz langsam. Du bist so ein Standard-Typi. Ist kein Problem. Ich habe einen Heim und das ist widerlich. Oh, noch so ein Ding. Nein! Nö! Feige Nuss, komm runter! Rechts sich wieder so ein Ding. Dem habe ich gegeben. Wer seid ihr? Die Mini-Version davon? Gut. Echt schwierig, wenn man keine Karte hat hier. Bevor ich nicht den Kartografen gefunden habe, kann ich das mit der Karte vergessen. Aber ich hätte auch hier so nach oben gehen können. Wie die Dinger wegzischen. Super. Mal. Über. Man hört meinen Controller voller Cannabis Made. Ja. Nein! Warum bin ich so idiotisch und greife das Ding? Hallo? Kann mir jemand sagen, warum ich gerade so dämlich war? Wie soll ich an dich rankommen? Super, ein Schlag. Ich spuck ein zweites. Eher. Oh, noch einer da oben. Ne, dann lasse ich den Weg, der ist mir gerade zu widerlich. Was haben wir hier? So, unten? Das kann ich zerstören, oder? Ne, kann ich nicht. Aber da geht's lang, da ist wieder so ein Dicker. Königin der Station der Königin. Leuchtet was, das ich nicht kriegen kann. Steht einer, den ich nicht bekämpfen will. Nebelschlucht. Okay, jetzt bin ich den ganzen Weg darunter gegangen. Moment, ist das der Bahnhof? Nee. Oh, Bakura Pinedo! Willi Bale, die Bankerin. Hallo Liebes, ich wollte eigentlich gerade zum Hochmond gehen, doch dann bist du aufgetaucht. Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meine Dienste als Bankerin an. Dein Geo zu verlieren ist schrecklich und das passiert viel häufiger, wenn du es immer mit dir herumträgst. Mein Tresor ist da deutlich sicher. Während meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich nicht ein Geo verloren. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, ein Konto zu öffnen? Ja, machen wir mal, schaden kann es nicht. Gute Entscheidung. Wenn du das nächste Mal einer grausigen Bestie zum Opfer fällst, wirst du dankbar sein, dass dein Geo sicher ist in meinem Tresor. Nun lass uns Bankgeschäfte machen. Maximaler Kontostand 4500. Dein Kontostand. Ich musste erst bezahlen dafür, dass ich also. Gibt es kein kostenloses Konto oder wie? Mach egal.
Da hast du erstmal 100 da. Gio, Kalala. Auf Wiedersehen, pass auf dich auf. Chilo, La Kala. Da, was auch immer ich gesagt habe. Gut. In dem Spiel gibt es also auch Banker. Ich hoffe, keine gnadenlosen Abzockbanker. Scheiße, ich hab's da oben schon gesehen, was da auf mich wartet. Guckt euch das an. Was zum Henker war das? Ich hasse Qualen. Ich finde Qualen widerlich. Sorry, aber ich finde mal Qualen widerlich. Sie sind irgendwie auch interessant und so, aber... Nö. Ich finde sie einfach... Warum? Ist das Homing? Qualen nehmen. Sie sind irgendwie auch interessant und so, aber... So, Pizza. Weg, weg, weg. Haha! Diesmal nicht. Moment, da links kann ich auch rein. Ja. Oben ist Geld. Und da links ist gar nichts. Also sie sind wieder da. Haut ab. Und das Ding wie nichts für mich fallen. Oh nö. Schnell rüber. Haha. Qualle des Verwüstens. Was? Die Explosion ist gewaltiger, als ich erwartet hätte. Na gut, dann werde ich mich eben aufladen. Scheiß Qualenkopf. Ach du Scheiße. Die sind tatsächlich Homing. Oder so in etwa zumindest. Ha. Okay, die Qualen kann ich relativ gut austricksen, aber es ändert nichts daran, dass ich sie trotzdem widerlich finde. Mal hier rüber. Kann sein, dass ich jetzt da auf dieser anderen Seite bin. Von der einen Stelle. Ja, ihr werdet wahrscheinlich nicht wissen, was ich meine, aber... Ja, nach oben erstmal. Überall Stacheln. Moment mal, du bist doch... Oh, alles blau. Ja, damit. Yeah. Siegel von Heilandsnest. Wieder so ein Talisman, nehme ich an. Ich hätte gucken sollen. So, was macht denn dieses Siegel von Heilandsnest? Nix. Ah, nee, das da. Ein offizielles Siegel des Königs von Heilandsnest, das die Autorität des Königs und seiner Ritter, symbolisiert. Ein Relikt aus der Vergangenheit von Heilandsnest. Dieser Gegenstand besitzt nur noch für diejenigen Wert, die sich mit der Geschichte von Heilandsnest beschäftigen. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn ergeben hat, dass ich mir das geholt habe, aber ich nehme es an. Das sieht schön aus. Warum habe ich so viel Energie? Hau ab. Verschwinde! Ah, da komme ich nicht hoch. Ich würde echt gern wissen, wie weit ich auf der Karte schon entfernt bin.
von meiner normalen Karte. Weg! 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 Geht als Boden. Ah, ich komme nur von da. Was ist das? Okay, da komme ich nicht lang. Dann ignorieren wir den Weg mal. Okay, die erste Sackgasse schon mal. Das heißt die erste, ich habe eigentlich schon 100.000 Sackgassen. Ich dachte eigentlich, ich komme jetzt an einen anderen Ort. Oh nein, du schon wieder. Verstecken! Nein, die Explosion war zu massiv. Ich komme auch nicht hoch. Qualle angreifen und dann schnell abhauen. Das ist die Devise. Da ist mir auch egal, wie weit ich nach unten lande. Wie weit ich unten lande. Kann es sein, dass ich jetzt bald wieder im Grünweg bin? Ich hoffe, das ist mein Kartografenkumpel. Ach du Scheiße. Super. Ich muss ihn finden. Keine Ahnung, an welchem Ort du dich rumtreibst. Nein! Ja, da hinten ist er nämlich. Stimmt ja, die ganzen Zettel, die überall rumliegen, sind ja ein Hinweis auf den, dass er in der Nähe ist. Jetzt komme ich wieder zum Grünweg, oder? Ja. Gut, ich glaube, bevor ich wieder da runter gehe, suche ich mir erstmal ein sicheres Plätzchen und speichere. Glaube ich, kriege jetzt. Halt ab! Wow! Ich habe natürlich die falsche Abbiegung genommen. Na ja, klar. Ich höre mich auch fast schon an wie diese Viecher, diese. Ist denn noch eins weiter nach oben, genau. Nein, nicht hier, haut ab. Da nach oben will ich. Da geht's lang, genau. Ja. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, das war Hollow Knight. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.